Ich möchte Sie auch nochmal ganz herzlich von meiner Seite hier begrüßen und freue mich, heute hier sein zu dürfen beim Internationalen Trainerkongress 2013. Und da komme ich auch direkt zu meinem Thema Gesundheits- und Leistungsmanagement im Profifußball anhand des Beispiels Bayer 04 Leverkusen. Und es geht hier um ein Gesamtkonzept. Es geht hier um Infrastrukturen, es geht hier um Leistungsdiagnostik, es geht um Wissenschaft. Und das möchte ich Ihnen ja einfach mal darstellen. Sie sehen hier schon ein paar Impressionen. Sie sehen hier zum Beispiel den Karim Bellarabi an der Spiroergometrie im Bereich der Ausdauerleistungsdiagnostik. Dann haben wir hier den Bereich der Kraftdiagnostik. Dann haben wir hier Bewegungsmodellierung. Dann sehen wir hier den Bereich Talentdiagnostik. Hier kommen wir nachher in den Bereich der Kryotherapie, das heißt der Ganzkörperkältetherapie. Und dann geht es hier oben auch nochmal in den Bereich Leistungsdiagnostik. Das ist ein sogenanntes Antigravitationslaufband. Auch das möchte ich im Laufe des Vortrags vorstellen. Wie gesagt, es geht um eine Gesamtstruktur, so wie wir es bei Bayer 04 Leverkusen letztendlich erstellt haben in den letzten Jahren. Und es ist unser Konzept, es ist unsere Philosophie. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass jeder aus Überzeugung handelt. Und es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansätze. Aber wir sind von dem, was wir so machen, absolut überzeugt. Und natürlich geht es um Mannschaftsverhalten. Natürlich geht es auch um Individuen, das heißt um individuelles Verhalten. Auch das werde ich im Laufe des Vortrags Ihnen dann nochmal vorstellen, darstellen. Und wir vergleichen das Ganze so gerne mit der Medizin. Es gibt das klassische Produkt, das weltbekannte Produkt von Bayer, das ist die Aspirin-Tablette. Und diese Wirkstoffe eines Medikaments, in dem Fall Aspirin, sind teilweise banal. Aber die Zusammensetzung dieser Wirkstoffe, dass wirklich auch ein hochwirksames Medikament dabei rauskommt, ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Und so verfahren wir auch im Bereich der Trainingssteuerung, im Bereich der Leistungsdiagnostik. Ich möchte mit Ihnen die einzelnen Punkte durchgehen, die Agenda. Ich habe zu jedem einzelnen Punkt immer noch ein kleines Fazit gezogen. Zunächst erstmal ein Anstoß, damit fangen wir an. Wir werden das Gesamtkonzept kurz vorstellen, das wissenschaftliche Begleitteam, das ist die Deutsche Sporthochschule Köln, das Forschungszentrum Momentum. Dann gibt es den zweiten Punkt in der Agenda, das ist Konzept und Ausstattung. Da gehen wir auf die Diagnostik ein, auf das Trainingszentrum, was wir jetzt seit 2010 ins Leben gerufen haben. Dann kommt der Bereich der Kondition mit neuromuskulären Kapazitäten, mit metabolischen Kapazitäten. Höhentraining ist nochmal ein Thema am Rande. Immer mit einem abschließenden Fazit, wie gesagt. Dann gibt es den Bereich Spiel, Bereich Spielanalyse, Modellvalidierung. Dann kommen wir zu dem großen Bereich Gesundheit, Trainings- und Wettkampfbelastung. Dann gibt es Bereich Verletzung. Da stelle ich Ihnen ein Beispiel vor, wie das bei einem Spieler vom Verletzungsmanagement gelaufen ist. Dann gibt es den Bereich der Talentdiagnostik. Da kommen wir wieder zu den Lehrmeinungen der 70er und 80er Jahre. Das, was Herr Jürgen gerade auch schon angesprochen hatte. Dann gibt es das hochintensive Training, die sogenannten Hit-Blöcke. Dann der nächste Punkt ist Wissen, Lernen, Verstehen und Anwenden. Das ist der Bereich Wissensmanagement. Und ganz zum Schluss gibt es nochmal ein abschließendes Fazit. Das ist so die Agenda. So gehen wir heute gemeinsam durch den Vortrag. Okay, zum ersten Punkt, zum Anstoß. Erstmal möchte ich gerne unseren Kooperationspartner vorstellen. Das ist die Deutsche Sporthochschule Köln, das Forschungszentrum Momentum. Hat sich aus den großen Instituten Bewegungs- und Neurowissenschaften, Biomechanik und Orthopädie, dem Bereich Biochemie, Kreislaufforschung und Sportmedizin, Psychologie und Trainingswissenschaft und Sportinformatik zusammengeschlossen. Das Ganze nennt sich das Forschungszentrum Momentum. Mit den unterschiedlichen Bereichen Forschung, im Bereich Grundlagenforschung, Anwendungsforschung und Praxisforschung. Dann der Bereich Beratung und Betreuung, da geht es natürlich um Diagnostik, Basischecks. Und dann kommen wir zum Bereich Wissensmanagement, da geht es dann um Datenbanken, Webstrukturen etc. Es gibt unterschiedliche Arbeitsfelder, die in unserem Konzept vorkommen. Das ist der Bereich Konditionsmanagement, Spielmanagement, Belastungsmanagement, Verletzungsmanagement, Nachwuchsmanagement und der Bereich Wissensmanagement, auch mit den unterschiedlichen Unterpunkten wie Grundlagen, Anwendungs- und Praxisforschung, dann der Bereich der Leistungsdiagnostik und dann Datenbanken und Trainerschulungen. Wie ist das wissenschaftliche Begleitteam aufgestellt? Wir haben zahlreiche Mitarbeiter, die wirklich sich nur mit dem Projekt Bayer 04 Leverkusen beschäftigen.
Das heißt, wir haben natürlich dann führende Köpfe für unterschiedliche Schwerpunkte, für unterschiedliche Themenblöcke. Das ist der Bereich Orthopädie, Kraftdiagnostik, Leistungsphysiologie, darunter fällt Höhentraining, Information, Datenbanken, das heißt Data Mining Tools, neuronale Netzwerktechnologie, Ausdauerdiagnostik, Kälteanwendung und natürlich dann mathematische Modelle. Das sind eigentlich so, die Namen stehen drüber, die möchte ich jetzt im Einzelnen namentlich gar nicht erwähnen. Das sind so die führenden Köpfe, die dann dementsprechend die einzelnen Themenblöcke behandeln und abdecken. Hinzu kommt natürlich noch ein größeres Team, das sind alles wissenschaftliche Mitarbeiter, die uns komplett saisonbegleitend zur Verfügung stehen. Das sind insgesamt 32 Mitarbeiter, sodass wir auf knapp 40 wissenschaftliche Mitarbeiter kommen, die uns eigentlich saisonbegleitend durchgehend betreuen. Natürlich ist das eine gute High-End-Version, ein sehr großer Aufwand, finanziell natürlich auch zeitlich, aber wir fahren dieses Konzept und wie gesagt, es gibt einen großen Kooperationsvertrag, der auch langfristig angesetzt ist mit der Sporteschule. Und ich denke, ohne so ein wissenschaftliches Begleitteam wäre so ein Trainingszentrum, was wir seit 2010 dann errichtet haben, glaube ich, gar nicht zu handeln und gar nicht zu praktizieren. Kurzes Fazit wieder zum ersten Punkt. Die traditionellen Gegensätze zwischen Theorie und Praxis, Forschung und Anwendung können überwunden werden. Zum nächsten Punkt, Konzept und Ausstattung. Da möchte ich Ihnen eigentlich mal das Gesamtkonzept, die einzelnen 6 Säulen vorstellen, worauf wir alles aufbauen. Das ist, wie gesagt, der Bereich Konditionsmanagement mit Durchführung von diagnostischen Maßnahmen, Leistungstests, dann den Bereich Spielmanagement, komplexe statistische Auswertung. Auch da kommen wir im Laufe der Präsentation noch drauf. Durchführung von Feldtests beim Bereich von Belastungsmanagement, das heißt Biomarker werden erfasst, Belastungsmarker. Wie reagiert der einzelne Spieler auf Belastungen von der Muskulatur, vom Stoffwechsel? Auch das werde ich Ihnen gleich nochmal näher zeigen. Dann gibt es den Bereich Verletzungsmanagement, Auswertung von Verletzungsgeschehen, dann Analysemodelle etc. Die nächste Säule ist der Bereich Talentmanagement. Da geht es wirklich um Talenttests in Schulen, Talentmonitoring, leistungsdiagnostische Untersuchung, altersgerecht. Auch das ist, denke ich, hier ganz, ganz wichtig. Und dann im Bereich Wissensmanagement für uns auch ein sehr großer Punkt. Was machen wir mit diesen ganzen Daten, die wir dokumentieren, sei es Spieldaten, sei es sportmotorische Daten? Die wollen wir nicht nur dokumentieren, sondern wir möchten auch gerne irgendwo in naher Zukunft mit diesen historischen Daten noch arbeiten und dann einfach noch Vorhersagen treffen, die vielleicht bisher noch gar nicht so bekannt sind. Das einmal so als Gesamtüberblick, wie ist das Konzept bei Bayern 04 aufgebaut. Dann haben wir hier mal ein paar Impressionen. Ich denke, bewegende Bilder sind immer noch interessanter als Fotos. Den Ton habe ich jetzt bewusst rausgenommen. Das ist im Jahre 2011 mit Robin Dutt als Cheftrainer, der jetzt bekanntlicherweise Cheftrainer von Werder Bremen ist. Hier sieht man einfach mal so ein paar Eindrücke. Das ist am Anfang der VP1 im Jahre 2011, wo wir die Testbatterie absolvieren. Wir haben, wenn wir testen, am Anfang der Saison 13 verschiedene Stationen. Die besetzen wir dann mit 25, 26 Diagnostiker. Wir haben immer eine 2:1 Betreuung. Das sind unterschiedliche Bereiche, die wir gleich auch noch mal anhand eines Schaubilds sehen. Hier einfach nur ein paar Eindrücke aus dem Trainingszentrum. Jetzt ist der Ömer Toprak, der Michael Waller, gerade im Bereich der Kraftdiagnostik. So, und alles, was wir grundsätzlich machen, hier ist der Lars Bender, der sich gerade beim Twister aufwärmt, jetzt noch ein kleiner O-Ton von mir. Alles, was wir haben bei uns, ob es sei es der Bereich Kraft, Kraftdiagnostik, wir können alles kombinieren, Krafttraining, Kraftdiagnostik, Ausdauer, Ausdauertraining, Ausdauerdiagnostik, Schnelligkeit, Schnelligkeitsdiagnostik. Alles, was wir trainieren, können wir auch gleichzeitig testen, erfassen und dementsprechend auch objektivieren und das auch noch für uns untermauern. Hier auch nochmal der Karim Bellarabi, gerade bei der Spiroergometrie. Das ist so der Bereich der Ausdauerdiagnostik. Das heißt, wir können auch vom Zeitmanagement, dadurch, dass wir halt gut aufgestellt sind, wir machen alles unter Laborbedingungen, gerade auch im Ausdauerbereich haben wir 3 Spiros nebeneinander. Das heißt, wir können vom Zeitmanagement pro Stunde 1 Spieler testen. Und das sind immer bei uns Tage, die dann angesetzt werden, in der Regel 2 bis 3 Tage, wo wir dementsprechend dann alle Spieler auch durchtesten und diagnostizieren. Einfach mal so auf sich wirken lassen. Wir können im Laufe der Präsentation, kommen wir noch näher drauf zu sprechen. Thank you.
So, was Sie hier gerade im Hintergrund noch gesehen haben, war so ein Panoramabild. Das heißt, da, wo wir auch die Ausdauerdiagnostik betreiben unter Laborbedingungen, haben wir auch die Möglichkeit, Hypoxidtraining zu absolvieren. Das heißt, wir haben eine Flüssigstickstoffvariante, wo wir eine künstliche Höhe bis auf 6000 Meter simulieren können. Das heißt, für uns vom Zeitmanagement zu diesem Ausdauertraining, zu dieser Ausdauerdiagnostik, können wir halt den hypoxischen Reiz noch einfließen lassen. Und das greift natürlich schwerpunktmäßig bei Rekonvaleszenten, wo wir dieses Höhentraining dann auch gut absolvieren können. Aber das ist auch gleich nochmal ein separater Themenblock. Dann nochmal hier ein paar Impressionen zusammengefasst. Wie sind wir bei uns in der Bayarena im Trainingszentrum ausgestattet? Wir haben den großen Bereich der Kraftdiagnostik. Da arbeiten wir nach dem Agonist-Antagonist-Modell. Das heißt, wir testen immer Strecker-Beuger, haben die Muskelgruppen so zusammengestellt, die für uns wichtig sind. Das heißt, untere Extremität ist dann wirklich Quadrizeps, ischokorale Muskulatur, die Hamstrings. Wir haben Rücken, Bauch, wir haben Rotation, Twister links, rechts, Adduktoren, Abduktoren. Wir haben dann Latzug zu Butterfly, Benchpress. Das sind die ganzen Muskelgruppen, die getestet werden, isometrisch als auch dynamisch. Und ja, so ist das Verfahren. Zusätzlich haben wir dann natürlich noch den Links-Rechts-Vergleich, um zu gucken, wie ist wirklich das Kraftpotenzial in den jeweiligen Bereichen. Dann haben wir den großen Bereich der Ausdauer, wie gerade schon erwähnt. Drei große Laufbänder im Hypoxieraum, wo wir dementsprechend testen und diagnostizieren können. Hier haben wir den Höhenblock, den ich gleich nochmal näher ansprechen werde. Dann haben wir den Bereich der Kälte, das ist die Ganzkörperkältetherapie, sprich die Kryotherapie, ist wissenschaftlich auch noch nicht so fundiert. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es ist im Grunde eine dreigeteilte Kältekammer, minus 10, minus 60 und minus 110 Grad. Und die Spieler halten sich beim höchsten physikalischen Reiz bei minus 110 drei Minuten auf. Wir nutzen das bisher nur zur Regeneration. Das heißt nicht als Voraktivierung, was teilweise auch international gemacht wird. Da sind wir aber noch nicht so abgesichert, sodass wir praktisch erstmal nur die Ganzkörperkältetherapie zur Regeneration nutzen. Dann haben wir natürlich den großen Bereich der Spielanalyse. Wir haben selber im Stadion das Amisco-System installiert, was vielen, glaube ich, hier im Saal bekannt ist. Auch da werden natürlich zahlreiche Daten produziert und wir müssen gucken, dass wir praktisch mit allen gesammelten Daten dementsprechend auch umgehen können und sie möglichst auch im Zusammenhang auswerten können. Dann haben wir hier nochmal für den Reha-Bereich, auch das befindet sich alles in der Hypoxiekammer, ist das Antigravitationslaufband, gerade vom Zeitmanagement für Rekonvaleszenten. Wir können das Körpergewicht hier nicht um 20%, sondern auf 20% reduzieren. Wiegt ein Spieler 80 Kilo, kann ich dementsprechend mit 16 Kilo Körpergewicht ihn trainieren lassen, was natürlich in der Form unrealistisch ist. In der Regel würden wir dann auf 50% reduzieren und würden dann sukzessiv vom methodischen Aufbau ihn weiter belasten, sodass er dann irgendwann bei 100% ist, aufs große Laufband gehen kann, dann irgendwann den Schritt nach draußen machen kann. Aber für uns vom Zeitmanagement, gerade vom Ablauf her, was die Laufkoordination angeht, natürlich sehr wichtig. Nochmal ein ganz anderes Prinzip wie Aquajogging. Hier ist einfach nur Luftdruck, Luftwiderstand und diese vertikalen Kräfte kommen kaum zur Geltung. Dann haben wir den Bereich der Medizin, das heißt, wir haben einen festangestellten Orthopäden und Internisten, die auch von morgens bis abends rund um die Uhr bei 04 zur Verfügung stehen. Auch das ist alles im Trainingszentrum. Im Grunde genommen sind wir komplett autark, das heißt, bis auf Röntgen- und MRT-Untersuchungen decken wir alles ab im eigenen Haus. Bei größeren Untersuchungen, wie gesagt, Röntgen, MRT, greifen wir auf andere Kooperationspartner zurück und müssen dann die Klinik aufsuchen. Ansonsten wird bei uns alles abgedeckt. Wir haben ein eigenständiges Labor, wo wir alle Belastungsmarker erfassen und das möglichst dann auch praktikabel, alles nur über Kapillarblut, kaum venöse Blutabnahme. Das heißt, die ganzen Belastungsmarker, die ich gleich auch noch mal im Laufe des Vortrags darstelle, können wir halt innerhalb von 170, 180 Sekunden erfassen. Wir bekommen die Ergebnisse unmittelbar vor dem Training, können reagieren, war die Vortagsbelastung zu intensiv. Arbeiten wir heute mehr im regenerativen Bereich? Besteht eventuell die Gefahr einer muskulären Verletzung? Wie sieht es vom Belastungsumfang aus, sprich vom Stoffwechsel? All diese Werte können wir halt erfassen und das wird auch regelmäßig gemacht. Und da haben wir auch ein eigenständiges Labor, was uns dann zur Verfügung steht. Unten im unteren Bereich, das Trainingszentrum befindet sich bei uns oben im dritten OG. Das Speedlab ist unten im Untergeschoss, da sehen wir gerade den André Schürrle. Wie der Name schon sagt, es geht nur um Geschwindigkeit. Einer der leistungslimitierenden Faktoren im Fußball. Wir machen das zyklisch als auch azyklisch. Der André Schürrle bewegt sich hier im Karree, wo 10 Felder dargestellt werden. Dieses Feld wird genau, was man hier vielleicht im Hintergrund schwach erkennt, auf einem großen Bildschirm visualisiert und wir können verschiedene Tests generieren. Erinnerungstests, Dev-Tests, das heißt Richtungswechsel, Tapping-Tests, alles, was wir machen wollen. Und da können wir eigentlich die fußballspezifische Bewegung eigentlich gut simulieren. Der Körpersperrung ist immer sehr tief.
Wir können alles erfassen, alles, was Sie hier an diesen Feldern sehen. Darunter verbinden sich oder liegen Kontaktplatten. Das heißt, die Stützzeit, die Kontaktzeit, die Hubzeit, die Wendezeit, alles wird sofort erfasst. Ich als Trainer laufe einfach nur mit einem Tablet-PC auf der Anlage und kann dann innerhalb, wenn der Test oder das Training, wir sprechen dann ja auch mal gerne von Training, beendet ist, kann alles sofort erfasst werden und dargestellt werden, sodass wir alles sofort dokumentieren können. Und was für uns auch wichtig ist, Sie sehen jetzt die verschiedenen Systeme, überall liegen natürlich Datenbanken dahinter. Wenn ich jetzt als Trainer einmal die Datenbank im Ausdauerbereich, ob im Kraftbereich oder im Schnelligkeitsbereich öffne, dann bin ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, mich mit Daten zu beschäftigen, mich mit Datenbankenstrukturen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben eine große zentrale E-Akte installiert, die ist webbasiert, wo wir mit Formularen arbeiten, das heißt, die frei generierbar ist, die wir auch jederzeit neu anpassen können, und da fließen alle Daten zusammen. Es gibt überall Schnittstellen, wo dann alle sportmotorischen Daten, alle leistungsdiagnostischen Daten, alle medizinischen Daten einfach zusammenfließen und dann auch später im Zusammenhang ausgewertet werden können. Hier nochmal eine Übersicht, was wir abdecken, die Frage, die wir uns stellen, welche wissenschaftlichen Methoden können im Fußball beitragen. Alles unter dem Aspekt Belastung, Leistung, Gesundheit in der Karriere und in der Karriereentwicklung, was für uns ganz wichtig ist, unter dem Aspekt Gesunderhaltung und Leistungsoptimierung, nicht nur für die Profis, sondern auch für die Perspektivspieler und natürlich auch für den kompletten Nachwuchskader. Da ist der Bereich Individuum- und Mannschaftsanalyse, das ist der Bereich Spielanalyse, sprich AMISCO. Dann haben wir den Bereich Schnelligkeit in Form von Lasermessung, die wir zusätzlich noch einsetzen, nicht nur die bisher bekannten Lichtschranken. Dann haben wir eine differenzierte Ausdauerdiagnostik. Wir messen auch noch zusätzlich Laktat, aber auf dieses Thema komme ich gleich nochmal. Und natürlich die maximale Sauerstoffaufnahme. Das heißt, wir machen keinen Max-Test, sondern wir machen VO2-Peak. Da muss man nochmal unterscheiden. Dann haben wir den großen biomechanischen anthropometrischen Status, den orthopädischen Status, den Ernährungs- und Immunstatus, der, denke ich, so bekannt ist. Das müssen alle Vereine abdecken. Dann den Bereich der Kardiologie und der internistische Status. Dann haben wir den Bereich Gleichgewicht, dynamische Balancen, Sehtest. Auch das ist eigentlich ein ganz banaler Test. Vor 3-4 Jahren ist uns aufgefallen, dass ein Spieler Wahrnehmungsprobleme auf dem Platz hat. Es war jetzt ein Torwart, der aus 10, 16 Meter gut reagieren konnte, aber bei Schüssen aus Entfernung von 20, 25, 30 Meter doch große Probleme hatte und die Latenzzeit dann dementsprechend etwas sich anders gezeigt hat, als wir das eigentlich erwartet haben. Es ist ein Test von 10 Minuten, das heißt, wir messen Fernsehen, wir messen Nahsehen, um einfach zu gucken, ob da irgendwo Disbalancen entstehen und vorhanden sind. Und dann haben wir noch den großen Bereich der Kraftdiagnostik, statische und dynamische Fähigkeiten, was wir gerade schon an Bildern gesehen haben. Mit der Fragestellung, wie kann in einem Mannschaftssport der einzelne Spieler so trainiert werden, dass es der Mannschaft bestmöglich zugutekommt? Natürlich bewegen wir uns in einer Mannschaftssportart Fußball, das heißt, alles, was im taktischen Bereich passiert oder was vieles, was im taktischen Bereich passiert, wird natürlich im Mannschaftsrahmen absolviert, aber nichtsdestotrotz ist Fußball auch irgendwo eine Individualsportart. Gerade jetzt bei uns im Bereich Leistungsdiagnostik, alles, was im physischen Bereich passiert, alles, was mit Athletik zu tun hat, was wir davor und danach machen, können wir sehr stark individualisieren und versuchen da auch wirklich, so gut es geht, auf den einzelnen Spieler einzugehen. Deswegen sammeln wir auch viele Informationen, wir testen viel, wir messen viel und das kommt letztendlich auch dann dem Spieler zugute. Wir sprechen gerne von dem gläsernen Spieler, aber je mehr Informationen ich von einem Spieler habe, desto gezielter kann ich auch auf den einzelnen Spieler eingehen. Hier unsere sogenannte Diagnostikpyramide. Wir fangen mal oben in der Spitze an, das heißt, wir haben hier die Wettkampfleistung, das sind dann Spielanalysen über AMISCO. Dann haben wir die differenzierte Leistungsdiagnostik, das sind große Untersuchungen, die man in der Regel, laut Theorie macht man es am Anfang der VP1, Ende der VP1, Ende der WP1. Das gleiche für die Rückrunde, sodass wir eigentlich auf 6 große Untersuchungen kommen sollten. Nur die Praxis sieht dann oft anders aus, das hatte der Jürgen gerade auch schon mal dargestellt. Wenn man sich den Rahmenterminkalender anschaut, mit DFB-Pokal, mit Champions League, mit Bundesliga, dann ist es oft in der Praxis nicht ganz so einfach, dann dementsprechend auch gewisse leistungsdiagnostische Untersuchungen oder auch medizinische Untersuchungen zu absolvieren. So ist aber die Theorie. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist die praxisnahe Diagnostik, praxisnahe Belastungsmarker. Da könnten jetzt auch noch sportmotorische Tests reinkommen, wie Sprinttest, Sprungkrafttest, Dropjump, Counter-Movement, Squatjump. Auch das sind Sachen, die man eigentlich im Rhythmus von 1 bis 3 Monaten problemlos testen kann und auch machen sollte.
Diese praxisnahen Belastungsmarker, da sieht es bei uns so aus, dass wir die wöchentlich erfassen, saisonbegleitend in der Vorbereitung fast täglich. Das heißt, es finden täglich Blutabnahmen statt aus dem Ohrläppchen, Kapillarblut, 32 Mikroliter. Mehr brauchen wir dafür nicht, um dann dementsprechend aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, was jetzt die Muskulatur angeht, was jetzt den Stoffwechsel angeht, was die Lebersituation angeht. Aber alles unter dem Gesichtspunkt Belastungsmarker. Wie schlägt die Belastung an? Dann haben wir die erste Ebene, das ist die begleitende Diagnostik. Auch die findet dann fast täglich statt. Ruhe, Herzfrequenz, Körpertemperatur, Gewicht, Schlafstunden, Trainingsprotokolle, die dann auch erfasst werden, erhoben werden. Warum zeige ich Ihnen das? Für uns ist es einfach wichtig, die Messfrequenz muss doppelt so hoch sein wie das Nutzsignal. Hier rot dargestellt ist jetzt die differenzierte Labordiagnostik. Das heißt, ich habe hier einen Messpunkt, ich habe hier einen Messpunkt, dann habe ich hier nochmal einen Messpunkt, ich habe hier einen Messpunkt. Und wir in der Wissenschaft, wir wollen kein Foto, keine Momentaufnahme, sondern wir wollen immer eine Leistungsentwicklung. Und wir haben hier auf der Abszisse das Signal und die Leistungsentwicklung und auf der Ordinate hier die Methodenkomplexität. Und was wir immer haben wollen, ist ein Film, das heißt ein Verlauf. Und den bekomme ich natürlich nur hin, wenn ich dementsprechend hier auch die Lücken schließe. Das heißt, es kommt jetzt das Nächste hinzu, die praxisnahe Diagnostik. Das heißt, die Lücken werden hier schon kleiner. Hier blau dargestellt und dann haben wir natürlich noch die begleitenden Parameter, wo die Lücken noch kleiner werden, die Abstände noch geringer, so dass wir dann auch wirklich die Möglichkeit haben, eine Leistungsentwicklung auch aufzeigen zu können und nicht nur einfach Messzeitpunkte, wo wir 2, 3 oder 4 Mal im Jahr testen. Das ist uns dann aus Sicht der Wissenschaft dann einfach zu wenig. Auch hier nochmal ein Fazit, Hauptziel, kontinuierliche Interaktion zwischen Grundlagen, Anwendungsforschung und praktischer Anwendung. Kommen wir zum großen Bereich der Kondition. Da nehme ich jetzt die erste Säule raus, Konditionsmanagement. So, da geht es wirklich um Konzepte, Planung, Organisation, Praxisanwendung, natürlich auch um Evaluierung, Durchführung von natürlich leistungsdiagnostischen Untersuchungen und dann natürlich strategische und operative wissenschaftliche Beratung, Nutzung nationaler und internationaler Forschungsergebnisse. Hier auch nochmal ein paar Impressionen neuromuskulärer Kapazitäten. Hier ist ein Auszug aus dem Bereich des Krafttrainings, der Kraftdiagnostik. Wir haben viele Bereiche, die dann mit Kraftsensoren, also viele Geräte, die mit Kraftsensoren versehen sind, wo wir dann auch die kraftdiagnostische Untersuchung absolvieren können. Dann haben wir hier nochmal eine isokinetische Muskelfunktionsanalyse, das ISOMET 2000. Das wird aber schwerpunktmäßig wirklich bei Konvaleszenten angewendet. Wir können natürlich mit verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten arbeiten, bei den verschiedensten Muskelgruppen, ob jetzt untere Extremität, ob die obere Extremität. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Möglichkeit, die wir fast nur bei den Rekonvaleszenten praktizieren und auch anwenden. Hier sehen wir den Michael Ballack nochmal, gerade bei der Bauchmaschine, Abdominal Press. Was wir hier haben, was für uns wichtig, natürlich messen wir einmal das maximale Kraftniveau, aber wir haben hier den Kraftanstieg, RFD, Rate of Force Development, um einfach zu gucken, wie schnell wird auch die maximale Kraft erreicht. Das heißt, wie schnell kann ich auch Lasten bewegen. Dann haben wir hier den Bereich der metabolischen Kapazitäten. Hier sehen wir den Stefan Kiesling nochmal im Labor. Und das, was der Jürgen gerade schon, mein Vorredner, auch angesprochen hatte, Laktat, alte und neue Vorstellungen. Insgesamt, wir kommen gleich auch nochmal auf den Bereich der Kraft zu sprechen, herrschen immer noch bei uns so in Deutschland Lehrmeinungen der 70er, 80er Jahre. Und das ist natürlich insgesamt ein Riesenproblem. Wir haben Schwellenwertmodelle, wenn wir jetzt gerade im Ausdauerbereich noch sind, die sind 30, 40 Jahre alt. Nehmen wir das MADA-Modell von 1974. Das sollte man schon mittlerweile kritisch hinterfragen. Nur wir leben oft noch in diesen Lehrmeinungen. Womit hängt das zusammen? Natürlich wird neue Literatur rausgebracht, aber dann wird das Layout geändert. Erste, zweite Auflage. Nur inhaltlich passiert natürlich viel, viel weniger. International sind wir da vielleicht auf einem anderen Niveau. Und ja, das muss man grundsätzlich hinterfragen und gerade jetzt zum Thema Laktat, alte Vorstellung von Laktat. Laktat ist ein Abfallprodukt, Hauptfaktor der Muskelermüdung, Hauptfaktor bei Azidose-induzierten Muskelverletzungen. Dem ist nicht mehr so. Wir haben neue Vorstellungen von Laktat. Laktat ist mittlerweile ein Energieprodukt, kein Abfallprodukt mehr, so wie man das aus der Vergangenheit kennt. Laktat dient sogar als Signalmolekül und Laktat vermittelt die pH-Regulation. Das heißt, der Säure-Basen-Haushalt wird dementsprechend auch reguliert. So, mittlerweile reguliert es auch die Gewebsanpassung, scheint an Wundheilung beteiligt zu sein, Steigerung der Kollagensynthese.
Wir haben hier zwei Proteine, VEGF und HIF-1-Alpha, einmal Hochregulation und einmal Stabilisierung. Was heißt es letztendlich für die praktische Ableitung? Das ist, denke ich, auch wichtig. Das heißt, wir wollen bei allem, was wir diagnostizieren und messen und erfassen, auch irgendwo dann Trainingsableitung ziehen. Und die Konsequenzen fürs Training sind natürlich Laktatverstoffwechslungstraining statt Laktatvermeidungstraining. Das heißt, wir müssen heute mit hochintensiven Blöcken trainieren. Das sind die sogenannten HIIT-Protokolle, die vielleicht viele von Ihnen auch kennen. High-Intensity-Training. Und wir haben hier zum Beispiel was dargestellt, Blockung 4x4 Minuten, davon 3 Serien. Das heißt, wir haben 2 Stellschrauben, Belastungsumfang und Belastungsintensität. Das heißt, den Umfang reduzieren wir und die Intensität erhöhen wir deutlich. Und das ist natürlich gerade im Fußball sehr, sehr wichtig vom Zeitmanagement. Vieles, was wir machen, sollte auf dem Platz passieren. Deswegen spielen wir auch Fußball. Aber wir müssen natürlich dann gucken, dass wir das irgendwo auch auffangen und irgendwie auch antrainieren und trainieren können. Das heißt, diese großen Blöcke, separate Trainingseinheiten für die Physis, 45, 60, 90 Minuten, was man früher so gemacht hat, die fallen heutzutage größtenteils weg, weil wir vieles über hochintensive Blöcke, die vom Umfang sehr kurz sind, 20, 25, 30 Minuten, aber letztendlich uns den gleichen Benefit liefern. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und die entscheidende Botschaft. Und was wir hier haben, sind diese klassischen 4x4-Minuten-Läufe bei 95% der maximalen Herzfrequenz. Das heißt, wir testen vorher, können dann dementsprechend die Ableitung ziehen, mit welcher Herzfrequenz muss der jeweilige Spieler dann auch trainieren. Ist natürlich sehr schwer. Wer es schon mal gemacht hat, 4 Minuten, 95% der maximalen Herzfrequenz zyklisch einfach zu laufen, das ist fast wie 4 Minuten Sprinten. Schafft kaum ein Spieler. Das heißt, wir haben heute diese Möglichkeit, natürlich auch alles zu messen über Telemetriesysteme. Wir bewegen uns ganz normal auf dem Platz. Jeder Spieler ist verkabelt, hat einen normalen Brustgurt oder dementsprechend einen Sender hinten auf dem Rücken, wie auch immer. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Nur das im Laufen zu erfassen, schafft kaum ein Spieler. Die bleiben oft bei 85, 87, 88% hängen und schaffen diese 95% selten. So dass wir jetzt auch in den letzten Jahren auch immer gemessen haben, das, was wir fußballspezifisch abdecken können, im Bereich der Kondition versuchen wir auch fußballspezifisch zu trainieren. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit, diese 4x4 Minuten Blöcke zu laufen, können wir genau in einem Feld von 20 mal 25 Meter. Die Organisation muss gegeben sein, wir müssen Spieler positionieren an der Seite, dass wir kaum Pausen haben und spielen dann auch 4 gegen 4, 5 gegen 5, 4 Minuten. Machen die gleichen Blöcke, verkaufen die Spieler, wir messen über Telemetriesysteme, in welchem Bereich liegen die Spieler, wir haben die Absolutzahlen, wir haben die Prozentzahlen. Und da sehen wir, dass die Spieler viel, viel einfacher natürlich in diesen Bereich kommen. Sie bewegen sich azyklisch, das, was ich gerade angesprochen habe, diese typische Fußballbewegung, der Körpersperrung ist mal tief, nicht so aufrecht. Und wir arbeiten natürlich noch fußballspezifisch. Das heißt, der Ball ist immer dabei und den Spielern kommt diese Belastung letztendlich auch nicht so intensiv vor. Und somit erfüllen wir letztendlich das, was wir eigentlich erfüllen wollen. Wir wollen die maximale Sauerstoffaufnahme damit verbessern und machen es dann in der Form fußballspezifisch auf Kleinfeld, aber lassen diese 4x4-Minuten-Läufe einfach weg. Das ist sehr gut zu steuern, sehr gut zu kontrollieren und wie gesagt, die Spieler empfinden auch die Belastung nicht so, weil der Ball immer dabei ist und wir sportartspezifisch uns trainieren und belasten können. Hier einfach nochmal die Verstoffwechslungsorte. Ich will es nicht zu wissenschaftlich machen, das ist im Bereich der Muskulatur, das ist, denke ich, bekannt, Herz, Leber auch, da wird auch Laktat verstoffwechselt. Was vielleicht vielen noch nicht so bekannt ist, ist das Gehirn, auch dort wird mittlerweile Laktat verstoffwechselt. Auch hier nochmal, ich versuche Kernaussagen zu treffen im Bereich Erythrozyten und Mitochondrien. Das heißt, der Laktattransport im Äußeren und der Inneren der Eris, sprich der Erythrozyten, ist fast konzentrationsunabhängig. Das heißt, wir haben immer einen aktiven Laktattransport in den Erythrozyten und auch einen aktiven Symport. Und Laktat wird immer transportiert mit H+, das sind positiv geladene Wasserstoffionen. So, und was passiert dadurch? Das heißt, wir haben ständig eine pH-Regulation, das heißt, wir haben ständig eine Regulation des Säure-Basen-Haushalts und wir wirken praktisch dieser Azidose, sprich der Übersäuerung, entgegen. Das heißt, weg von dieser alten Lehrmeinung, Laktat ist ein Abfallprodukt, das wird hier praktisch nochmal bestätigt, sondern Laktat wird mittlerweile auch als Energieprodukt gesehen. So, Laktat zerstört Mitochondrien, das sind auch alte Lehrmeinungen. Mitochondrien sind klar, sind wichtig für die aerobe Kapazität, aber heutzutage ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Das heißt, Laktat wird über diese MCTs, das sind Monokarboxylattransporter, die wir hier sehen, die werden mittlerweile in die Erythrozyten produziert bzw. transportiert und dort zu Pyruvat umgewandelt.
sodass praktisch genau das Gegenteil eigentlich passiert. Das heißt, durch dieses Laktat wird die mitochondriale Kapazität eigentlich noch verbessert und noch gesteigert. Dann gibt es sogenannte Zyklen. Das ist links hoch voluminöses Training, umfangorientiertes Training. Das sind die Stellschrauben, die ich gerade angesprochen habe. Dann gibt es den Bereich des Übergangs. Dann gibt es sogenannte Hitzonen. Das sind hochintensive Blöcke, wo wir zum Beispiel mit 95% der maximalen Herzfrequenz arbeiten. Und dann gibt es sogenannte Schockzyklen. Hier nochmal, warum machen wir es differenziert? Die Aussagekraft der V4-Schwelle ist, egal welches Schwellenwertmodell Sie anwenden, sagen wir, geht gleich gegen Null. Es ist einfach nur ein mathematisch errechneter Wert, aber den Verstoffwechselungsbereich, der fehlt uns gänzlich. Darüber muss man sich Gedanken machen. Das heißt, wir sehen hier den Spieler 1, wir haben hier einen Test und einen Retest. Unabhängig jetzt von, wie die Werte ausgefallen sind, wir haben hier eine V4 bei Spieler 1 von 3,8 Meter pro Sekunde, gemessen nach dem MADA-Modell. Wir haben hier Spieler 2 ebenfalls mit einer V4 von 3,8 und Spieler 3 ebenfalls mit einer V4 von 3,8. So, früher wäre man vielleicht hingegangen von der Trainingssteuerung, hätte gesagt, okay, wir teilen homogene Gruppen ein, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4 und die werden dann dementsprechend mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten belastet. In diesem Fall würden wir jetzt vielleicht alle Spieler, weil uns nur diese Information vorliegt von 3,8 Meter pro Sekunde, alle in eine Gruppe stecken und würden alle gleich belasten. Gucken wir uns aber die anderen Parameter an. Relative Sauerstoffaufnahme im Verhältnis zum Körpergewicht. Spieler 1 mit 65 Milliliter pro Minute im Verhältnis zum Körpergewicht, was im Fußballbereich schon auch international gesehen eine sehr gute oder eine ordentliche Sauerstoffaufnahme ist. Wir haben hier eine Herzfrequenz, eine maximale Herzfrequenz von 177, eine maximale Laktatkonzentration, auch das ist wichtig, von 9 Millimol. Beim Spieler 2 sieht es schon wieder ganz anders aus, wird sich nur 53,2. Das sind alles mehr Informationen, die wir natürlich beim klassischen Feldstufentest, beim klassischen Laktattest, auch der ist besser als nichts, natürlich uns fehlen. Und ich denke, wenn wir uns gerade auf diesem Niveau bewegen, im absoluten Spitzensport, im absoluten Hochleistungsbereich, sollte man es noch differenzierter gestalten können. Beim Spieler 2, wie gesagt, sieht es ganz anders aus, 53,2 Milliliter mit einer anderen Herzfrequenz, mit einer anderen maximalen Laktatkonzentration. Spieler 3, auch hier nochmal aufgelistet, auch hier sehen Sie die Daten. Sodass wir natürlich für uns versuchen, da viel differenzierter ranzugehen. Natürlich versuchen wir vieles direkt fußballspezifisch abzudecken. Nur wir gucken uns gerade am Anfang der VP1 die Leistungsdiagnostik schon genau an, wie ist die absolute Situation. Und wenn wir mit hochintensiven Blöcken anfangen, muss immer eine gewisse Basis vorhanden sein. Das heißt, ohne eine gewisse Grundlagenausdauer ist es natürlich auch sehr schwer, den Spieler hochintensiv zu belasten. Dann haben wir nämlich die Situation, dass irgendwann muskuläre Verletzungen folgen. Deswegen, eine Grundlage sollte vorhanden sein, die wird erfasst, die wird gemessen. Ist diese Grundlage vorhanden, dann kann man dementsprechend auch schnell mit hochintensiven Blöcken arbeiten. Aber wir versuchen dann dementsprechend, die Spieler sehr differenziert zu belasten. Das heißt, wir haben eine Grundlagenausdauergruppe, wie man hier auch sieht, mit dem Schwerpunkt oben bei dem Spieler. Wir haben eine Fahrtspielgruppe, wir haben eine extensive, wir haben eine intensive Intervallgruppe, wir haben eine reine Platzgruppe, wir haben eine reine VO2-Gruppe. Das heißt, die versuchen, die maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Dann kommt natürlich noch die Position hinzu. Das heißt, auf welcher Position bewegt er sich? Ein Übertoprak in der Innenverteidigung, der wird andere Werte haben, wie bei uns ein Lars Bender, der auf der 6 oder auf der 8 spielen wird. Das muss man alles mit einfließen lassen, aber so versuchen wir dann sehr differenziert an dieses Thema ranzugehen und dann dementsprechend auch das Training steuern zu können. Ja, was wir hier noch absolvieren können, ist der Bereich Höhentraining. Auch das ist ein sehr interessanter Block. Wir machen das intermittierend bei uns. Intermittierend heißt Sleep Low, Train High. Wir schlafen unter ganz normalen Nullbedingungen und trainieren unter hypoxischen Bedingungen. Auch hier von den Räumlichkeiten ist es sehr, sehr angenehm. Wir haben nicht diese klassische Kammer, die man kennt, so 1,50 Meter mal 2 Meter. Wir haben zwei Räume von über 100 Quadratmeter, wo wir dementsprechend Laufbänder finden, wo wir das Alter G finden, wo wir Fahrradergometer finden. Und wir machen es bisher so, und das ist eigentlich für uns die größte Herausforderung gewesen, wie können wir Höhentraining saisonbegleitend einsetzen. Wir haben nun mal die technische Einrichtung, versuchen das dementsprechend auch zu nutzen. Bisher war es aber so, dass wir das nur in der Reha-Phase eingesetzt haben. Und da war es so, dass wir bei gewissen Spielern, die jetzt in der Vergangenheit länger verletzt waren, 2 bis 3 Wochen Höhenblöcke gesetzt haben. Alles unter künstlichen Bedingungen, wie gesagt. Wir machen am Anfang Hypoxie-Eingangstest. Ist der einzelne Spieler überhaupt für Höhe geeignet? Wenn wir das soweit absolviert haben und wir bekommen grünes Licht, dann
starten wir mit einer gewissen Höhe. In der Regel sind das so 2000, 2250 Meter. Wir haben hier ständig eine 1:1-Betreuung. Vom Umfang ist es so, jede Einheit dauert 2 Stunden. 75% aktiv, 25% passiv. Passiv heißt dann wirklich, er kann sich akklimatisieren, er kann Zeitung lesen, er kann Autogramme schreiben, er kann einfach schlafen, er muss sich praktisch unter diesen Höhenbedingungen aufhalten. Wir haben ja, wie gesagt, die durchgehende 1:1-Betreuung. Ich bin als Trainer immer im Hypoxieraum. Es ist höchster Sicherheitsstandard gegeben. Wir messen alle 2-3 Tage ein großes Blutbild, erfassen wir. Das heißt, wir messen die Erythrozyten, wir messen die Retikulozyten, das heißt die Frischlinge, wie viele rote Blutkörperchen haben sich gebildet. Hämatokritwerte werden erfasst. All das wird alle 3 Tage gemessen. Und der Steuerungsparameter ist bei uns SpO2, ist die Sauerstoffsättigung. Man kennt das so aus der Intensivstation. Es ist einfach nur ein Fingersensor, der dann dementsprechend angelegt wird. Und das ist für uns der Steuerungsparameter, worüber wir das ganze Training steuern. Es wird dann alles erfasst, alles dokumentiert. Das Problem, was wir einfach haben, in der Reha ist es gut umsetzbar, gut zu praktizieren, saisonbegleitend recht schwer. Ich kann jetzt schlecht zum Cheftrainer, zum Sami Hüpier gehen und sagen, jetzt haben wir Training absolviert, jetzt picke ich mit den Einspielern nochmal raus und wir gehen nochmal 2 Stunden in die Höhenkammer. Dafür ist der Umfang als auch die Intensität natürlich einfach zu hoch. Wir steigern dann natürlich dann die Höhe. Wir gehen in der Regel so im Fußball maximal bis 3500 Meter Höhe, weil wir es sonst über die Sauerstoffsättigung einfach nicht mehr kontrolliert kriegen. Die Belastung ist dann zu hoch. Was wir jetzt umsetzen und was wir auch in der Vorbereitung neu praktiziert haben, auch da gibt es sehr interessante Studien zu. Es gibt eine Studie, Sprinttraining unter hypoxischen Bedingungen. Das heißt, auch da setzen wir wieder HIIT-Protokolle ein, was bisher in der Vergangenheit noch gar nicht so bekannt war. Hochintensive Reize, wir machen zum Beispiel 3x6 Sprints, aber dann wirklich mit der höchsten Geschwindigkeit. Koordinativ natürlich nicht ganz so einfach, weil wir alles unter Laborbedingungen machen, das heißt auch im Laufband, auch da muss der höchste Sicherheitsstandard gegeben sein, Sicherheitsgurte, alles muss dementsprechend angelegt werden. Sollte uns da ein Spieler mal hinfallen oder stolpern, dann können Sie sich vorstellen, wie das ausgeht. Aber auch da setzen wir diese intensiven Blöcke ein, die dauern 20, 25 Minuten. Das ist auch gut praktizierbar, auch teilweise nach dem Training. Da gucken wir uns dann die leistungsdiagnostischen Daten an, bei wem ist es dann wirklich effektiv. Auch hier nochmal ein Fazit, Kondition im Fußball muss als ein Thema für Top-Forschung betrachtet werden. Traditionelle Konzepte, zum Beispiel Laktat, sind nicht mehr tragfähig. Hochintensives Training, das sind diese sogenannten HIIT-Blöcke, und Höhentraining sind natürlich sehr effektiv für die Trainingssteuerung. Wir kommen zum Bereich Spiel, Spielmanagement, operative Auswertung, Amisco, ich hatte es angesprochen, komplexe statistische Auswertung, Mannschaftsverhalten, Kausalbeziehung etc. Was wir hier sehen, ist einfach ein Vogelschwarm. Das war so ein bisschen unser Aufhänger. Das heißt, qualitativ passiert bisher einiges im Bereich der Spielanalyse, quantitativ vielleicht eher weniger. Und Sie sehen hier ein klares Muster. Es gibt überhaupt keine Kollision, sensationell, wie die Vögel das hinkriegen, aber im großen Schwarm, ohne dass was passiert. Es gibt ganz klare Mustererkennung. Und wir haben das auch mit Fischschwärmen mal analysiert. Das war für uns so dieser Aufhänger, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken uns einfach mal das Spielverhalten an auf dem Platz. Auch da gibt es klare Muster zu erkennen. Es gibt klare Spielsysteme, klare taktische Vorgaben, die eingehalten werden sollen. Das auch einfach mal zur Visualisierung. Auch hier versuche ich es wirklich knapp zu halten. Das ist eine mathematische Herleitung. Aber es ist hochinteressant. Wir haben uns mit diesen Modellen beschäftigt. Ja, lass uns es einfach kurz wirken. Es heißt, es werden viele Daten produziert, en masse an Daten, sei es von Amisco, mittlerweile auch von Empire. Alle Daten stehen zur Verfügung. Nur was macht der Einzelne mit den Daten? Jeder pickt sich seinen Teil raus, der wichtig ist. Vielleicht 15-20%, das ist schwer zu erfassen in Prozentzahlen, vielleicht gehen 75-80% verloren. Jeder pickt sich seinen Teil raus. Der Cheftrainer guckt sich mehr die technisch-taktischen Daten an. Ich als Leistungsdiagnostiker, Konditionstrainer, gucke mir natürlich selbstverständlich mehr die physischen Daten an. Aber wir haben es mal versucht, ein Modell zu entwickeln. Die Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es gibt einige Papers, die wir auch schon publiziert haben zu diesem Thema, wo wir uns einfach, ja, mit diesen Modellen beschäftigen. Und hier sehen wir einmal, wir haben praktisch dieses Amisco-Feld in ein Koordinatensystem aufgesplittet, Abszisse, Ordinate, und berechnen hier über hochentwickelte Algorithmen geometrische Zentren. Dann haben wir hier einmal den Radius, den wir dann noch erfassen bzw. berechnen. Und dann haben wir so ein sogenanntes Expansions- und Kontraktionsdynamik, das heißt, wie ist das Muster, was auf dem Spielfeld passiert. Der Ansatz war einmal,
wenn wir über den Tellerrand hinausschauen und wir arbeiten interdisziplinär und wir gucken uns gerade in Amerika, gucken uns andere Sportarten an, Basketball oder auch American Football, natürlich sind dir ganz andere Voraussetzungen gegeben, aber da gibt es plötzlich 5 Sekunden vorher Timeout und dann heißt es Spielzug Nummer 88. Und das sind ja auch klare Muster. So, und das war für uns damals so der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen auch irgendwo über Mustererkennung, über klare Abläufe, vielleicht gewisse Spielmodelle und auch mathematische Modelle herzuleiten. Das ist im Fußball wirklich sehr, sehr schwierig, weil viele Faktoren da eine Rolle spielen und viele Indikatoren da auch eine Rolle spielen. Aber es sind die ersten Ansätze da und wir setzen uns damit auseinander. Und es ist sehr, sehr spannend. Hier nochmal zum Thema Modellvalidierung. Das ist eigentlich das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Viele Indikatoren spielen eine Rolle. Die einzelne taktische Aufstellung, dann gibt es die Laufleistung, dann gibt es die Schüsse aufs Tor, dann gibt es die Tore etc. Um letztendlich dann so ein Modell zu validieren, das ist recht schwierig. Hier einfach nochmal dargestellt, wir haben hier die kinetische Energie berechnet. Auch das haben wir mathematisch berechnet, unabhängig von den Daten, die wir letztendlich über Amisco bekommen. Das ist letztendlich nichts anderes, als wie viel Energie hat ein Spieler pro Spiel investiert. Und hier haben wir uns mal ein Spiel aus dem Jahre 2011 rausgenommen. Wie viel kinetische Energie hat jeder einzelne Spieler in so ein Spiel investiert? Auch hier als Fazit, moderne Spielbeobachtungen produzieren sehr große Datenmengen, verwendbare Schlussfolgerungen sind nicht einfach, traditionelle Statistik reicht dabei nicht mehr aus. Zum Bereich Gesundheit, da sind wir im Bereich Verletzungsmanagement, da geht es von Auswertung von Verletzungen, Ableitung von Verletzungen, wie ist was passiert, wir haben immer einen Arzt, immer einen Physiotherapeut auf dem Platz, der sich auch genau das Training speziell angucken soll, wenn wir keine Videoaufzeichnung haben. Wie ist was passiert, damit wir dann auch einfach einige Verletzungsvorgänge besser nachvollziehen können. Was wir machen, ist eine moderne Belastungsdiagnostik. Ich hatte es am Anfang schon mal und während der Präsentation angesprochen. Das sind die sogenannten Belastungsmarker. Saisonbegleitend erfolgen die wirklich wöchentlich. Das ist einfach Point-of-Care-Diagnostik, reines Kapillarblut. Und wenn man das im Längsschnitt regelmäßig macht, natürlich gibt es die Diskussion, ist CK der richtige Parameter, um Training zu steuern, um Belastung zu steuern. Da gibt es geteilte Meinungen. Wir messen das regelmäßig. Die Biomarker, ich habe sie hier nochmal aufgelistet, die antioxidative Kapazität. Dann haben wir Calcium, Troponin, Cortisol, Kreatinkinase, Glucose, Hämoglobin, Hämatokrit. All diese Werte werden erfasst. Was wir zusätzlich noch machen zu diesen Stoffwechselwerten und zu diesen Muskelwerten, wir machen eine Sputummessung, das heißt Speichelproben, einfach nur den Lolli 20, 30 Sekunden in den Mund nehmen. Und dann ist der Parameter Immunglobulin A erfasst, das heißt ein Immunparameter, besteht eventuell die Gefahr, dass der Spieler erkrankt oder wie auch immer, dass wir frühzeitig eingreifen können, dass wir gezielt substituieren, dass wir gezielt auch mit dem Spieler sprechen, dass er sich gesund ernähren soll, dass er gewisse Regeln einhalten soll. Genauso ist es auch im Bereich des Stoffwechsels und der Muskulatur. Wir versuchen einfach darüber, das Training zu steuern, besteht eventuell die Gefahr einer muskulären Verletzung. Daraufhin ziehen wir natürlich direkte Ableitungen. Wir machen das alles vor dem Training. Wir sprechen anschließend mit dem Cheftrainer. Es gibt einen Austausch mit den Physiotherapeuten, mit den Ärzten. Es wird darüber diskutiert, wie wir dann von der Belastung her mit dem einzelnen Spieler verfahren. Hier ein Beispiel eines Spielers vom CK-Profil, vom CK-Verlauf. Wir haben hier unten dann dementsprechend die Zeitachse, wann was gemessen wurde. Wir haben hier ein sogenanntes Ampelsystem entwickelt, weil ich kenne diese Diskussion, ja, CK-Wert, die Aussagekraft ist zu gering, aber entscheidend ist dann einfach die Regelmäßigkeit. Und wenn ich das regelmäßig erfasse, bekomme ich natürlich auch einen Längsschnitt von dem einzelnen Spieler. Das heißt, wir bekommen eine Range, in welchem Bereich bewegt er sich. Das heißt, wir haben gewisse Durchschnittswerte, wo wir dann dementsprechend auch Ampeln erstellen können. Ist er im grünen, gelben oder auch im roten Bereich. Was wir am Anfang machen, ist eine Baseline-Bestimmung. Das heißt, wir ermessen oder erfassen Grundwerte von jedem einzelnen Spieler. Also Parameter ist Unities pro Liter, es ist CK, das heißt, einer hat vielleicht 80 Unities, der andere hat vielleicht 150, der andere 250, das heißt, wir müssen alles in Relation betrachten und diese Baseline-Bestimmung wird möglichst in einer Ruhephase bestimmt und dann dementsprechend auch die Belastungswerte einfließen lassen zu können. Hier nochmal ein anderer Spieler, ganz anderer Verlauf von der Range, keine größeren Ausschläge, auch da das gleiche Ampelsystem, was angewendet wird. Hier haben wir dann im Mannschaftsbereich. Das heißt, gibt es irgendwo saisonale Trends? Natürlich wird es die geben. Das heißt, wir haben in der Vorbereitung intensive Trainingsreize. Dann gibt es die saisonbegleitenden Prozesse. Dann gibt es wieder die Wintervorbereitung. Aber wir gucken schon,
in welcher Phase war die Belastung am höchsten, die wir dann auch gemessen haben, um dann dementsprechend diese saisonalen Trends hoffentlich auch aufzeigen zu können. Hier nochmal eine Übersicht, das ist das ganz große System, das heißt, wir haben hier dementsprechend die Spieler dargestellt. Wir haben dann hier die einzelnen Messzeitpunkte und hier haben wir dann den Durchschnittswert. Und dann können wir uns genau angucken, inwieweit weicht der Spieler vom Durchschnittswert ab, wo wir dann dementsprechend reagieren können. Das nochmal als Gesamtübersicht. Steckt natürlich auch eine Menge Statistik dahinter, aber die möchte ich jetzt hier nicht weiter erwähnen. Dann kommen wir noch zum Bereich Kryotherapie. Hier ein sehr bekannter Spieler, Franck Ribéry vom FC Bayern München, der sich in so einer großen Tonne befindet. Meines Wissens haben wir hier eine Temperatur von minus 160 Grad, aber wie gesagt, es ist keine Ganzkörperkältetherapie. Der Kopf ist frei. Hier haben wir die Kältekammer, die wir bei uns installiert haben. Und was steckt dahinter? Der Bereich Kälte wird eigentlich seit 10, 15, 20 Jahren sehr erfolgreich in der Klinik praktiziert. Das heißt, gerade bei Arthrosepatienten, bei Rheumatikern, die haben wirklich das Gefühl, ich bin nicht beschwerdefrei, aber fast beschwerdefrei. Wir haben auch einen Trainerkollegen in der Vergangenheit gehabt, der hatte wirklich schwerste Arthrose vom Kniegelenk. Der hat 20, 30 Sitzungen gemacht und es kam ihm vor wie so ein Jungbrunnen. Sehr erfrischend, sehr gut und die Belastung bzw. der Bewegungsschmerz wurde deutlich reduziert. Bei uns ist es so, man sieht es hier dargestellt, wir haben diesen Bereich minus 10, minus 60, minus 110 Grad. Diese ersten beiden Kammern dienen nur der technischen Vorschalte. Wir gehen direkt immer zum höchsten physikalischen Reiz, minus 110 Grad. Da halten die Spieler sich 3 Minuten auf. Es gibt natürlich gewisse Kontraindikatoren, man muss gewisse Regeln einhalten. Wenn die Spieler dort reingehen, gibt es auch eine 1:1-Betreuung. Wir haben hier außen eine Sprachsteuerung und Videoüberwachung, wo wir dementsprechend alles einblicken können. Sollte es einem Spieler mal nicht so gut gehen, gibt es auch einen Notausgang, dass er dementsprechend auch schnell die Kammer verlassen kann. Es muss ein Akrenschutz getragen werden, das heißt, man zieht Schuhe an, Socken, ansonsten sind die Beine frei, eine eng anliegende Hose, damit nicht so viel Luft produziert wird. Der Oberkörper ist frei, Handschuhe werden getragen, also wie gesagt, Akrenschutz, Mundschutz, damit die kalte Luft nicht direkt eingeatmet wird und natürlich müssen die Extremitäten, die Ohren auch noch geschützt werden in Form einer Mütze oder eines Stirnbandes, wie auch immer. Dann gibt es gewisse Regeln, man darf keine feuchte Haut haben, die Haare dürfen nicht nass sein, sonst brechen sie. Es dürfen keine Wunden irgendwo vorliegen. Das heißt, wenn wir vorher trainiert haben, darf man anschließend nicht rein. Kein Schmuck darf getragen werden. Man sollte keine größeren Platten irgendwo im Körper haben. All das sind Sachen, die man dann berücksichtigen sollte. Ist einer Kontaktlinsenträger, muss man den Spieler darüber informieren, dass die Kontaktlinsen vorher rausgenommen werden. Und wir nutzen das bisher nur zur Regeneration. Das heißt, nach hochintensiven Belastungen. Wir machen das nicht als Vorinnovation, dass wir sagen, okay, wir gehen rein und wärmen uns damit auf und können dann praktisch die Aufwärmphase mit ersticken. So ist es nicht. Wir nutzen es bisher immer nur zur Regeneration. Und wie gesagt, es ist wissenschaftlich noch nicht so fundiert. Wir haben jetzt ein paar Studien gemacht. Da gehe ich gleich ganz kurz drauf ein. Aber es ist noch nicht publiziert, deswegen möchte ich mich nicht allzu lange da aufhalten. Aber jeder Spieler oder jeder, der es mal gemacht hat, das ist sehr, sehr angenehm. Es gibt einige, da greifen diese regenerativen Prozesse sehr schnell. Das heißt, die haben das Gefühl, nach 15, 20 Minuten, ich kann mich gut erholen, ich kann mich hinlegen, ich bin sehr müde. Und das ist ja auch nicht das, was man damit erreichen möchte. Es gibt einige, die frieren auch sehr lange nach. Einigen ist danach sehr, sehr warm durch diesen extremen Wechsel kalt-warm. All das sind natürlich Sachen, aber das muss jeder für sich so ein bisschen empfinden. Es ist kein Muss. Das heißt, wir zwingen keine Spieler reinzugehen. Wir haben auch südamerikanische Spieler. Dafür ist es natürlich recht schwer, mit minus 110 Grad da irgendwie zu hantieren. Es sind immer Optionen, die wir anbieten, aber eine Option sollte auf jeden Fall dann dementsprechend genutzt werden. Hier sehen wir die Kamera eigentlich nochmal viel, viel besser. Das ist hier die Sprachsteuerung mit der Videoüberwachung. Wir haben ja einen Spieler, der dann so angezogen ist und der dann dementsprechend gleich die Kamera betreten wird. Hier haben wir nochmal eine Wärmebildkamera, um das zu erfassen. Wie sieht es aus von der Wärmespeicherung? Wie läuft das da bei dem Spieler ab? Hier nochmal eine ganz kurze Studie. Wie gesagt, die ist noch nicht publiziert. Die sehen Sie hier unten. Deswegen, es gibt einfach nur eine Kontrollgruppe und eine Kältegruppe. Und wir haben festgestellt beim wiederholten Rampentest, dass die Kältegruppe einfach besser regeneriert. Das ist eigentlich das, was wir hiermit darstellen möchten. Aber aufgrund dessen, weil es dann noch nicht publiziert ist, möchte ich da jetzt noch keine näheren Informationen geben. Dann haben wir den Bereich Verletzung. Auch hier ein Beispiel von der Knorpelverletzung, Diagnose und Therapie. Wie gehen wir an das Thema ran? Wir haben hier einfach eine 3D-Laser-Anthropometrie, wo wir den Spieler erfassen, wo wir den Spieler messen, um zu gucken, sind irgendwo Disbalancen, wie sieht das grundsätzlich aus von der Statik. Dann haben wir hier
wo der Spieler regelmäßig im Labor bei uns, ich lasse es nochmal wieder laufen, auf Kraftmessplatten sich bewegt, um einfach zu gucken, wir versuchen Bewegung zu modellieren, Abdrücke zu modellieren und das sieht man eigentlich bei der nächsten Abbildung ganz gut. Das heißt, wir arbeiten hier mit Vektoren und wir gucken uns einfach an, wie gesagt, es liegt eine Knorpelverletzung vor, dritten Grades, was schon sehr schwerwiegend ist. Wo geht der Vektor durch? Geht der Vektor genau durch diese verletzte Stelle? Das heißt, wir versuchen einfach damit Bewegung zu modellieren. So gehen wir in das Thema Verletzungsmanagement rein. Dann haben wir hier nochmal die GEMRIG-Aufnahmen. Auch das ist ganz interessant, weg von der klassischen MRT-Untersuchung. Das heißt, wir machen molekulare MRT-Untersuchung. Es wird Kontrastmittel gespritzt und wir machen das über sogenannte Farbskalierung, um einfach zu gucken, inwieweit an der verletzten Stelle sich der Knorpel erholt und wie gut er regeneriert. Diese Bilder bekommen wir nicht beim normalen MRT und über diese Farbskalierung ist es natürlich deutlich einfacher, um dann wirklich den Verlauf der verletzten Stelle zu betrachten. Das hatte ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Hier ist nochmal das Alter-G, das Antigravitationslaufband, jetzt dementsprechend aufgeblasen, wie so ein Luftkissenboot, wo wir dann dementsprechend natürlich von der Methodik her sehr frühzeitig mit der koordinativen Laufbelastung anfangen können, je nach Verletzungssituation, Sprunggelenk, Kniegelenk, was auch immer, sodass der Spieler sich natürlich dann frühzeitig koordinativ auch im Lauftraining aufhalten kann. So, hier nochmal so ein Managementzyklus, wie wir es dann wirklich gemacht haben. Ausgangslage, ich hatte es gerade angesprochen, Knorpelschaden dritten Grades. Es hat eine Operation stattgefunden, eine Mikrofrakturierung in Augsburg im Jahre 2010. Dann hatten wir die Anschlussmaßnahmen und haben dementsprechend erstmal eine biomechanische Untersuchung gemacht, das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Dann gab es eine molekulare MRT-Untersuchung. Dann hatten wir die Leistungsdiagnostik, den Eingangstest, das heißt, wie ist die aktuelle Leistung, wie ist der Leistungsstand. Dann mussten wir uns natürlich mit dem Thema beschäftigen, Knorpel und Höhe, passt das zusammen? Gibt es irgendwo negative Auswirkungen, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind? Finden wir irgendwas in der internationalen Literatur? Dem war nicht so und somit haben wir dann frühzeitiges Höhentraining angefangen, dass wir frühzeitig auch vom Zeitmanagement, was die Leistung angeht, auch wieder schnell beieinander sind. Dann gab es eine leistungsdiagnostische Untersuchung nochmal und dann gab es Folgeuntersuchungen, molekulares MRT 1, 2, 3, die folgten dann dementsprechend so, dass wir dann später, der Spieler war letztendlich 7 Monate verletzt, da ging es wirklich um Karriereende, 50-50, so dass der Spieler nach knapp 7 Monaten das Training wieder aufgenommen hat und er ist jetzt wirklich ab dem Jahre 2010, wo er operiert wurde, absolut beschwerdefrei, kann sich voll belasten, hat überhaupt keine Nachwehen und das ist natürlich für den Spieler als auch für uns natürlich sehr, sehr positiv. Auch hier nochmal ein Fazit, ohne Belastung und Gesundheit keine Leistung, moderne Diagnostik kann erheblich helfen. Noch zum Bereich Talent, Talentmanagement, um hier das Ganze vielleicht mal ein bisschen aufzulockern. Vorab will ich letztendlich nur sagen, das ist eigentlich das, was wir gerade angesprochen haben, sind die Lehrmeinungen der 70er, 80er Jahre. Kinder sind nicht krafttrainierbar, Kinder sind nicht ausdauertrainierbar, Kinder sind nicht anaerob trainierbar. Das sind alles Lehrmeinungen, die man wirklich mittlerweile beiseite legen kann. Und wir reißen es nur mal kurz an, ansonsten müsste man wirklich hier einen separaten Themenblock öffnen. Wir haben hier auch das bildlich nochmal dargestellt. Das heißt, die Synapsenbildung ist wirklich im Bereich 8 bis 10 Monate am höchsten und nicht erst im Bereich, wo die Kinder 10 Jahre alt sind. Das darf man nie vergessen. Um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, zeige ich Ihnen hier mal ein nettes Filmchen. Sie sehen hier einen 3 Jahre alten Jungen. Das ist schon ganz ordentlich vom linken Huf. Ich hatte letzte Woche noch ein längeres Gespräch mit unserem U23-Trainer Ralf Minge, der, glaube ich, heute auch hier unter den Gästen ist. Es war nicht alles schlecht, was damals in der ehemaligen DDR praktiziert wurde, gerade im Sportbereich. Und diese frühe Selektierung, das heißt Talente auch auf ihr Talentsein vorzubereiten, ich glaube, das ist eigentlich sehr, sehr interessant und damit sollte man frühzeitig anfangen. Und so in der ehemaligen DDR, ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung nicht berichten, da gab es diese Selektion, glaube ich, frühzeitig. Das heißt, wer ist geeignet für Eiskunstlauf, wer ist der ideale Fußballer von den Hebelverhältnissen, wer ist der ideale Leichtathlet. Und das ist, glaube ich, das, wir müssen unsere Talente frühzeitig auf dieses Talentsein auch vorbereiten. Und frühzeitig damit anfangen und nicht erst, wenn die Kinder 10, 12, 13 Jahre sind. Nämlich Verzicht auf präpubertales Krafttraining ist aus physiologischer Sicht heute gar nicht mehr haltbar. Wir haben Querschnittsveränderungen, neuronale Adaption haben wir in jeder Altersstruktur. Ob 3, 5, 10, 25 Jahre, wir müssen nur altersgerecht dann dementsprechend trainieren. Aber frühzeitig mit Training anfangen, frühzeitig auch mit physischem Training anfangen, ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Erkenntnisse, wichtige Aussagen.
So, das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Auch hier nochmal, der Junge ist 10 Monate und das meine ich jetzt einfach, es ist sehr plakativ dargestellt, aber wirklich, wir sollten frühzeitig auch mit kindergerechtem Training anfangen. Und dieser Junge hier, 10 Monate, das ist enorm. Der macht reihenweise Klimmzüge, aber was man vielleicht jetzt später erkennt, was läuft hier im Hintergrund, das ist das Dschungelbuch. Und der Junge möchte sich einfach nur das Dschungelbuch anschauen. Aber es ist halt enorm, was man mit dem eigenen Körpergewicht so leisten kann. Und der Junge ist 10 Monate alt. Er versucht es jetzt immer wieder, gleich hält er sich noch an dem Stuhl fest. Also er versucht irgendwie das Dschungelbuch irgendwie zu erfassen. Gleich kommt noch der Hund dazu und irgendwann legt der Junge sich dann wirklich auf den Rücken. Aber es ist schon beeindruckend. Und das ist eigentlich das, die Botschaft, die ich Ihnen letztendlich vermitteln möchte, frühzeitig auch altersgerecht anfangen und die Talente vorzubereiten. Weil wir sind eigentlich der Überzeugung aus der Wissenschaft heraus, wenn wir mit 18, 19 zum ersten Mal Kontakt haben mit richtigem Athletiktraining, mit richtigem Krafttraining, richtiges Ausdauertraining, wird der Spieler sich mit Sicherheit gut entwickeln, aber er wird vielleicht nie sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen können, weil wir einfach zu spät mit solchen athletischen Reizen noch angefangen haben. Ja, wie gesagt, das kann man sich jetzt die ganze Zeit noch anschauen. Jetzt ist es auch zu Ende, gleich legt er sich hin. So, plumps. Hier nochmal eine sehr interessante Studie, die wir gemacht haben. HIIT-Training und umfangorientiertes Training. Das heißt, die Studie sieht wie folgt aus. Wir haben hier ein Alter von 13,5 Jahren im Schnitt. Die Studie dauerte knapp 4 Wochen und 13 Einheiten wurden absolviert. Einmal hochintensives Training mit knapp 95% der maximalen Herzfrequenz. Auf der anderen Seite hatten wir 9 Spieler, die natürlich dann umfangorientiert trainiert haben, deutlich geringer, die sich so 60-65% der maximalen Herzfrequenz bewegt haben. Das ist eigentlich das, was ich meinte, gerade im Fußball vom Zeitmanagement. Uns jetzt den Bereich Athletik abdecken müssen, wir bekommen auch nur ein gewisses Zeitfenster, wo wir gewisse physische Grundlagen auch erarbeiten können. Das ist natürlich dann immer eine Absprache mit dem Cheftrainer. Und wenn wir vom Zeitmanagement natürlich viele Sachen auch in kürzerer Zeit abdecken können, ist es natürlich für uns optimal. Und wir haben hier einmal die maximale relative Sauerstoffaufnahme im Verhältnis zum Körpergewicht, die wirklich beim Vortest und beim Nachtest, Pre und Post, sich um 7% verbessert hat. Das ist die sogenannte HIIT-Gruppe. Es gibt auch noch andere Studien, die das ganz klar belegen. Die umfangorientierte Gruppe dementsprechend nur eine Steigerung von 1,9%. Genauso war es bei der gemessenen 1000-Meter-Zeit. Wir hatten bei der HIIT-Gruppe eine Steigerung von 4,2%, die wir aufzeigen konnten. Im Vergleich zur umfangorientierten Gruppe nur 2%. Das heißt, wenn wir diesen gleichen Benefit bekommen und wir haben vielleicht noch größere Trainingseffekte, obwohl die Trainingszeit, der Trainingsumfang deutlich geringer ist, aber die Intensität natürlich deutlich höher ist, können wir natürlich in dem Bereich viel effektiver und gezielter arbeiten. Auch hier nochmal das Fazit, besondere Aufmerksamkeit für das frühe Kindesalter, nicht erst ab 4 bis 6 Jahren. Wissen, Lernen, Verstehen und Anwenden, auch das ist für uns natürlich eine große Baustelle, weil wir halt viele Daten produzieren, viele Daten erheben. Wir haben ein sogenanntes Wissensmanagement. Wir müssen uns tagtäglich auch mit diesen Inhalten wieder neu beschäftigen. Wir sagen in der Wissenschaft, die Halbwertszeit beträgt 4 Jahre. Das heißt, nach 8 Jahren ist die Hälfte des Wissens veraltet. Also müssen wir immer gucken, dass wir up to date sind, dass wir immer uns die neueste Literatur auch besorgen. Auch wir, die jetzt praktisch immer im Thema drin sind, gerade in der Wissenschaft, obwohl wir vielleicht vor 15 Jahren studiert haben, das Wissen reicht einfach nicht mehr aus. Und deswegen setzen wir uns hier kontinuierlich mit internationaler Literatur auseinander. Das sind die unterschiedlichsten Bereiche, Pre-Cooling, Höhentraining, Knorpelgewebe, das, was ich gerade schon mal als Beispiel geschildert habe. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil ansonsten laufen wir der Musik so ein bisschen hinterher. Hier haben wir nochmal den Bereich kommerzielle Produkte. Auch die müssen wir natürlich validieren, die müssen wir kritisch hinterfragen. Es ist heutzutage kein Problem, viele Daten zu erheben, en masse an Daten. Wir können so viele Daten produzieren. Nur wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir den Zusammenhang auswerten können. Und deswegen viele Anbieter, strömen so ein bisschen in den Fußballbereich, aber die sollte man wirklich kritisch betrachten, kritisch hinterfragen und auch begutachten. Das technische Konzept, wie es bei uns aussieht, Daten- und Wissensmanagement, wir haben hier eine Datenerfassung, eine Speicherung von 3000 Attributen. Sie ist webbasiert, vor allen Dingen ist sie formularbasiert, das hatte ich gerade auch schon mal angesprochen.
Wer sich mit Datenbanken so ein bisschen auskennt, das heißt, wenn man eine Datenbank mal konstruiert hat, ist es schwer, gewisse Parameter hinzuzufügen. Das heißt, wir können einfach per Drag-and-Drop-Modus können wir einfach die Daten hin und her schieben. Das heißt, wenn jetzt beim Blutbild ein Parameter hinzukommt, brauchen wir einfach nur das Formular erweitern und die Datenbank passt sich dementsprechend automatisch an. Diese Datenbank haben wir 10 Jahre mit der Firma IBM entwickelt, auch natürlich in einer großen Kooperation mit der Sportschule Köln, sodass wir jetzt diese E-Akte auch dementsprechend einsetzen können, wo alle Daten zusammenfließen. Alle medizinischen, alle sportmotorischen, alle leistungsdiagnostischen Daten, alles wird im Zusammenhang ausgewertet. Dann gibt es natürlich den Bereich Aggregation, statistische Analyse, das, was ich gerade schon mal angebrochen habe, konventionelle Statistik, unkonventionelle Statistik, Mustererkennung, auch das ist wichtig, das ist für uns eigentlich der nächste Schritt. Und da komme ich dann auch zur Visualisierung. Das heißt, wir haben hier eine Avatar-Darstellung. Wir gehen weg von dieser klassischen Datenbankstruktur, so wie wir sie kennen. Wir versuchen, gewisse Sachen zu visualisieren, darzustellen, dass Trainer, die sich jetzt vielleicht nicht so mit Datenbankstrukturen auskennen, dass sie nur auf gewisse Bereiche klicken müssen, alle Informationen kommen zum Bereich Schulter, gehe ich auf das Herz, kommen alle Informationen zum Bereich Ausdauer, Herz-Kreislauf-Verhalten, alle internistischen Untersuchungen. Und das ist für uns eigentlich der nächste Schritt, die größte Herausforderung, irgendwo Massenanalyseverfahren zu entwickeln, hochentwickelte Algorithmen, die dahinterstehen, neuronale Netzwerktechnologie, das heißt, wir wollen diese künstlichen Intelligenzen gewisse Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, die wir damit erheben möchten. Sehr großer Aufwand, sehr schwierig. Wir haben es jetzt erstmal dokumentiert und das ist jetzt der nächste Schritt, Arbeit mit diesen historischen dokumentierten Daten. Auch hier nochmal ein Fazit, wissen wir wirklich, was wir wissen angesichts des international vorhandenen Wissens und der Flut von aktuellen Daten kommt diesem Bereich eine sehr hohe Bedeutung zu. So, jetzt abschließend nochmal das Fazit. Ich möchte Ihnen hier einfach nochmal die Felder aufzeigen, die ich gerade am Anfang angesprochen habe. Das ist das Konzept, Konditionsmanagement, Spielmanagement etc. Das sind die Arbeitsfelder, die wir versuchen bestmöglichst abzudecken. Dann hier nochmal das Gesamtkonzept mit den jeweiligen Inhalten zu diesen Themenblöcken. Ja, und dann nochmal ein Fazit, Profifußball kommt ohne eigene enge Kooperation mit der Wissenschaft nicht mehr aus. Und ich habe es mal so formuliert, die Zeit praxisferner Forschung und forschungsferner Praxis ist vorbei. Entscheidend ist ein kontinuierlicher Austausch. Dafür ist besonders eine ausgebildete Person bzw. Personal erforderlich. Ja, bleibt mir nur sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.